Herzlich willkommen, wir sind Florenz und Delila und heute folgt eine neue Ausgabe des Studentenfutters von CouchFM, unserem crossmedialen Wissenstalk. Ja, und Stichwort crossmedial, ihr könnt uns nämlich nicht nur hören, sondern auch sehen und zwar im Fernsehen bei Alex Berlin und auf unserem YouTube-Channel. Und jetzt viel Spaß. CouchFM. CouchFM. Studentenfutter. Mann, oh Mann, war das ein Jahr. Streik an den Berliner Unis. Am 16. Januar 2018 legten die studentischen Beschäftigten zum ersten Mal seit 32 Jahren ihre Arbeit nieder. Ihre Forderung lautete da noch 14 Euro Stundenlohn und eine Kopplung des Gehalts an den Tarifvertrag der Länder. Es folgten Warnstreiks und viele Verhandlungsrunden. Am 4. Mai zogen Tausende unter dem Motto Tarifverhandlung für alle vors Brandenburger Tor. Mitte Mai wurde eine ganze Streikwoche draus und im Juli folgte dann der Megastreik, bis es im Juli 2018 endlich zur Einigung kam. Ja, Grund genug für eine neue Ausgabe des CouchFM Studentenfutters und das sind unsere Gäste. Franziska Hamann-Wachtel, Jahrgang 1993, studiert Sozialwissenschaften im Master an der Humboldt-Universität und war dort bis 2017 im Personalrat der studentischen Beschäftigten. Seit Oktober 2017 arbeitet sie als studentische Hilfskraft in einem Forschungsprojekt an der Technischen Universität. Franziska ist seit 3 Jahren aktiv an den Tarifverhandlungen und Streiks beteiligt. Sie war Teil des Orga-Teams und Sprecherin von TV Stutt, hat die Social-Media-Kanäle betreut und die Pressearbeit für die Initiative gemacht. Und sie saß am Verhandlungstisch, als im Juli der neue Tarifvertrag beschlossen wurde. Jana Seppelt ist Politologin und arbeitet seit 2010 bei Verdi. Zuerst in Hessen und Stuttgart, wo sie Beschäftigte in kommunalen und sozialen Einrichtungen betreut hat. Seit 2015 ist sie in Berlin und kümmert sich um Beschäftigte an Hochschulen sowie Bibliotheken in Berlin und Brandenburg. Außerdem organisiert Jana ehrenamtlich die Streikkonferenzen der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit und ist eine der Sprecherinnen der Arbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft der Linkspartei. Dann nochmal herzlich willkommen an euch beide. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Danke ihr da für die seid. Einladung. Franziska, du bist seit 2016 bei TV Stutt aktiv. Also du hast die Verhandlungen von Anfang an mitbekommen. Was hat dich dazu bewegt, bei TV Stutt mitzumachen? Also bevor ich an die Uni gekommen bin und da irgendwie einen Job als studentische Mitarbeiterin hatte, habe ich halt viel im Gastro und auch im Einzelhandel gearbeitet. Auch ne, während meines Studiums. Und da war mir halt irgendwie immer so bewusst geworden, dass Urlaubsregelungen nicht eingehalten werden oder was weiß ich, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall. Und als ich dann einen Unijob bekommen habe an der HU, dachte ich halt, dass sich das ändern muss. Also ne, ich wollte irgendwie Leute beraten zu ihren Rechten, auch mich irgendwie für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen und bin dann in den Personalrat gegangen. Und genau, über den Personalrat habe ich dann halt von der Kampagne mitbekommen und habe auch gedacht, dass sich am Tarifvertrag halt was ändern muss, weil der ja seit 2001 nicht neu verhandelt wurde. Und da habe ich gedacht, ich muss unbedingt in diese Kampagne rein, um uns allen irgendwie bessere Arbeitsbedingungen zu geben oder daran mitzuwirken. Ja, über die Einigung werden wir später noch sprechen. Jana Seppelt von der Gewerkschaft Verdi, wie hast du die Studierendenproteste miterlebt? Na, ich bin ja jetzt seit 2015 in Berlin, seit 1.7. Es gab vorher schon Treffen intern sozusagen, um sich anzugucken, wie können wir eigentlich diesen Tarifvertrag verbessern. Es gab ja schon mal einen Anlauf in 2011, der sozusagen kläglich gescheitert ist an einer ganz wichtigen Sache, nämlich der Durchsetzungsfähigkeit. Also wir haben dann verhandelt und verhandelt und es kam nichts raus und die Frage, wie setzt man eigentlich sozusagen bessere Arbeits- und sozusagen Lohnbedingungen durch, konnte da nicht von uns beantwortet werden, weswegen die TV Stutt-Kampagne, so wie sie jetzt gelaufen ist, auch geplant worden ist, nämlich erstmal mit einer Mobilisierungskampagne. Und ich bin sozusagen mit diesem Punkt erstmal sozusagen die Gewerkschaftseintritte zu organisieren, dass wir im Falle, es kommt zu Verhandlungen, auch durchsetzungsfähig sind, bin ich eigentlich dabei und habe das mit begleitet. Wichtig dabei, ich habe nicht die Tarifkommission betreut, das hat Matthias Neis gemacht bei Verdi, sondern die Hochschulen HU und FU. Dort
teilweise Kontakt mit den Streikgruppen gehabt. Ansonsten natürlich sehr viel interne Sachen, von Besprechungen bis hin zu Verwaltung. Wie organisiert man eigentlich so einen Streik? Wie kommen die Leute zu ihrem Streikgeld und so weiter? Da haben wir sehr viel Ressourcen da noch mit reingesteckt. Das ist auch schon gut zu meiner nächsten Frage übergeleitet. Mhm. Also wir können ja alle irgendwie was mit dem Wort Gewerkschaft anfangen, aber wie konkret sehen jetzt eigentlich die Aufgaben der Gewerkschaft vor Ort zur Unterstützung der Studierenden aus? Na, also wir sind Fachbereich Bildung, Wissenschaft, Forschung und damit für die Hochschulen zuständig und damit auch sowohl für die Studierenden, also die einfach nur studieren und woanders sozusagen Arbeitsplatz haben. Du hattest ja einen Teil auch schon gesagt, ne? Gastro, Florida Eis, Tankstellen, was auch immer, wo halt Leute so arbeiten, wenn sie studieren. Aber eben auch für die Beschäftigten direkt an den Hochschulen, die Studenten, das sind die studentischen Hilfskräfte. Viele können ja erstmal mit dem Begriff auch nicht so viel anfangen, was machen die da eigentlich? Ne? Das sind die studieren und haben eben einen Arbeitsvertrag auch mit der Uni. Und unsere Arbeit als Gewerkschaft, ist zumindest mein Gewerkschaftsverständnis, sehe ich so, dass wir eigentlich den Rahmen schaffen müssen, dass zum einen die Tarifverträge, die existieren, eingehalten werden und die Gesetze, die Personalräte vor Ort zu beraten, die sozusagen auf einer betrieblichen Ebene die studentischen Hilfskräfte und eben auch andere Beschäftigte der Unis sozusagen vertreten und natürlich den Rahmen zu schaffen und zu organisieren, dass die Leute als Gewerkschaftsmitglieder selber aktiv werden können, dafür ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Das ist meine Aufgabe als Gewerkschafterin. Okay, jetzt haben wir schon ganz viel von Gewerkschaften und Studenten gehört. Also was die Zuschauer bestimmt interessiert und mich auch. Wie läuft die interne Kommunikation bei euch ab? Also habt ihr einen WhatsApp-Kanal oder schreibt ihr euch auf Facebook, Skypet? Also wie sieht da die interne Kommunikation direkt aus? Also wir hatten ganz zu Beginn einen E-Mail-Verteiler, worüber wir irgendwie kommuniziert haben. Wir haben uns natürlich auch irgendwie direkt 1:1 irgendwie in Treffen gesehen und da halt Orga-Kram gemacht, also Treffen, Aktionen, Veranstaltungen geplant oder auch also unsere Kampagnen irgendwie organisiert. Und genau, dann in den späteren Phasen hatten wir halt auch Telegram-Chats, wo wir dann halt die Streikgruppen organisiert haben, was da so läuft oder wo auch einfach Leute ihre Probleme wiedergeben konnten. Also wenn, was weiß ich, im Fachbereich irgendwie Stress war wegen des Streiks, dann konnten wir da irgendwie so schnelle Kommunikationskanäle nutzen, um den Leuten zu helfen oder irgendwie da zu unterstützen. Genau, also ich glaube, das waren so die normalen Kanäle, die wir genutzt haben. Aber also E-Mail-Verteiler ist halt manchmal so ein bisschen, also deshalb sind wir dann auch eher so auf andere Sachen umgestiegen. Ist halt manchmal nicht so einfach, wenn sehr, sehr viele Leute auf diesem Verteiler sitzen und sich irgendwie niemand wirklich zuständig fühlt. Also das haben wir, wie gesagt, nur so zu Beginn gemacht. Ich meine, ich finde immer ganz wichtig, bei Kommunikation zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Formen von Kommunikation in so einer Kampagne. Ne? TV Stutt ist echt war auf sehr vielen Ebenen sozusagen kommunikativ unterwegs. Ne? Klar, wichtig ist erstmal, dass die Hauptaktiven, die sozusagen sowas mittragen und auch nach vorne bringen, dass die miteinander sprechen, dass nie mehr nichts ersetzt, sozusagen das persönliche Gespräch, würde ich ganz, ganz weit auch nach vorne stellen. Und natürlich arbeitsfähige Kommunikationsstrukturen haben, die sie sozusagen dazu befähigen, miteinander die Arbeit halt zu machen und mit uns da sozusagen auch klare Aufgabenteilung halt zu haben. Und dann gibt es natürlich in so einer Kampagne, die so viele Hochschulen sozusagen anspricht, also so viele verschiedene Beschäftigte an verschiedenen Hochschulen eben anspricht, in einer sehr großen Streuung, sage ich mal, für Berlin. Ne? Wir haben, jetzt muss ich lügen, 3-4 große Hochschulen und viele kleine Fachhochschulen sozusagen gehabt, die unter diesen Tarifvertrag fallen. Muss man natürlich erstmal hinkriegen, überhaupt eine Kommunikationsstruktur aufzubauen. Und die muss zum einen den Zweck erfüllen, dass sie eben Leute mit reinzieht in die Auseinandersetzung. Zum anderen natürlich eine klare Kommunikation. Wo stehen wir eigentlich? Ne? Was ist jetzt passiert in den Verhandlungen? Sonst kommuniziert man sich blöd, sage ich mal. Ja? Und das war schon herausfordernd. Ne? Und ich würde aber auch sagen, wir haben mit TV Stutt da ein bisschen neue Wege beschritten, viel soziale Medien natürlich benutzt, weil Studierende eher affin sind mit sozialen Medien. Das hat man in anderen Bereichen. Als Gewerkschafterin kann ich das sagen, wenn die Leute sehr viel älter sind zum Beispiel, da muss man anders kommunizieren. Insofern ist die Frage von, wie baut man eigentlich seine Kommunikation auf, immer eine sehr wichtige. Und zu dem, wie es TV Stutt gemacht hat, hat ja
Franzi jetzt schon ganz viel gesagt. Ja, und ich habe auch irgendwie vergessen, also wir hatten auch uns über so ein Online-Tool, also Trello, was ja irgendwie auch verschiedene andere Formen gibt, wie man online zusammenarbeiten kann, da organisiert. Also gab es halt verschiedene Boards und dann haben wir irgendwie geguckt, was wird so gemacht. Das hat uns die Arbeit auch auf jeden Fall leichter gemacht, weil wir so halt auch die verschiedenen Unis und Hochschulen so ein bisschen bündeln konnten. Ja, und trotzdem, ne, das vor Ort, deswegen sind die Streikgruppen eben auch entstanden. Auch vor Ort ersetzt eigentlich nichts das persönliche Gespräch. Ne? Also Gewerkschaftsarbeit und sich einsetzen dafür, dass es sich verbessert, das ist immer eine Auseinandersetzung und ist immer, so kommuniziert man zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark, aber es geht nichts über das persönliche Gespräch. Du betonst die Wichtigkeit sozusagen von Face-to-Face-Kommunikation neben den sozialen Medien und auch wie schwer es vielleicht auch ist, zusammenzufinden. Das stelle ich mir jedenfalls so vor. Ja, also unterschiedlichste, also erstmal verschiedene Unis, sicherlich Interessen, verschiedene Interessen. Gab es da auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gewerkschaften, sagen wir jetzt mal auf der einen Seite, und den Studierenden? Oder sind das nicht die Frontlinien? Ich würde die Trennung nicht so machen, ne? Zwischen Gewerkschaften und den Studierenden, weil ich bin, also wenn vielleicht auch für die Leute draußen sich das vorzustellen, die Gewerkschaft sind immer erstmal die Mitglieder und ich bin quasi bezahlt aus Mitgliedergeldern dafür, dass ich den Prozess organisiere, dass die Leute sich verständigen können. Ne? Und wir haben natürlich Leute, die verhandeln und so weiter. Und wir haben schon versucht, eine Kampagne aufzusetzen, die sozusagen basisdemokratisch ist und die den Mitgliedern über dann ihre gewählten sozusagen Tarifkommissionsmitglieder, ne? Franzi ist ja so eine von denen, das ist dann die Gewerkschaft für mich. Ne? Insofern gab es eher innerhalb der Gewerkschaften sozusagen unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man Sachen angeht, ob man jetzt kündigt oder später, wie die Inhalte aussehen und so weiter. Also das ist sozusagen eine Diskussion weniger zwischen Gewerkschaften und Studierenden als sozusagen innerhalb der Gewerkschaften zwischen unterschiedlichen sozusagen Ansichten der organisierten Mitglieder. Wir wollen auch, du sprachst ja auch gerade schon die Rolle der sozialen Medien an und wir wollen insgesamt eigentlich über die Rolle von Medien der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung von Streiks sprechen. Bei der Langen Nacht der Wissenschaften habt ihr es ja sogar bis in die Abendschau geschafft. Franzi, Resonanz genug oder hättest du dir manchmal ein größeres Medienecho gewünscht? Also das muss man halt immer so ein bisschen differenziert sehen, glaube ich. Für uns war es in der Medienwahrnehmung halt manchmal schon gut, wenn die Faktenlage gestimmt hat. Also so, ne, manche haben halt überhaupt nicht kapiert, dass es eine gewerkschaftliche Kampagne ist, die sowohl von Verdi als auch von GEW getragen wird. Also manchmal tauchte nur Verdi in den Pressebeiträgen auf, manchmal nur die GEW. Also so, das war so manchmal, wo ich mir dachte, ja, das könnt ihr alles auf unserer Webseite relativ einfach nachlesen. Also so einfach, wenn die Beiträge einigermaßen korrekt waren, dann hat uns das natürlich irgendwie schon mal gefreut. Und sonst, ja, also ich würde sagen, die Resonanz war schon gut. Es kann immer besser sein. Aber ja, wenn man es in die Abendschau schafft, das ist natürlich schon mal irgendwie ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung. Aber also ich glaube auch so, gerade wenn wir bei sozialen Medien sind, unter so, was weiß ich, Tagesspiegel-Beiträgen oder so, waren halt auch manchmal sehr, sehr abfällige Kommentare. Und ich glaube, das ist halt auch heutzutage relativ normal, aber irgendwie schon Warum abfällig? Also so, was auch immer mit Streik irgendwie verhandelt wird. Also ja, es gibt ja Leute, denen geht es noch schlechter. Also nicht so das klassische Argument, beschwert euch mal nicht, weil ihr habt es ja noch gut irgendwie so für eure Verhältnisse, was sicherlich stimmt, aber was wir auch nie, glaube ich, in Frage stellen würden. Aber wir können halt leider nicht alles auf einmal verändern, sondern wir können irgendwie die Beschäftigungsbedingungen für studentische Beschäftigte besser machen und nicht irgendwie noch in der Pflege und sowas weiterhelfen. Das können allerdings auch die Gewerkschaften. Deshalb ist es auch so ein bisschen schwierig, wenn man dann so nur draufhaut. Weil auch da, wenn sich da die Leute organisieren, wüsste ich jetzt nicht, warum es da nicht bergauf gehen sollte. Relativ trivial gefragt, aber ich stelle die Frage trotzdem mal. Also wie wichtig sind dann für euch die sozialen Medien konkret?
Naja, das ist sozusagen, ich finde, wir sind für zwei Sachen wichtig. Das eine ist, dass wir eine Kommunikation, in der Kommunikation mit den Aktiven selber oder mit denen, wo wir wollen, dass sie aktiv werden, sozusagen, waren soziale Medien schon wichtig. Das andere ist natürlich, wenn gestreikt wird und da wird drüber gesprochen, sage ich mal, also es gibt sozusagen Diskurs darüber, dann muss man natürlich auch in den Diskurs eingreifen, weil ansonsten sozusagen, es gibt halt immer die Vorwürfe, Falschdarstellungen, sozusagen, mal jetzt ganz abgesehen von Bots oder wie auch immer, die sozusagen die ganze Zeit nur dissen. Aber es gibt einfach, ne, in dem Moment, wo ich eine gesellschaftliche Bewegung starte, dann wird darüber gesprochen und natürlich muss ich dann meine Sicht der Dinge da auch darlegen. Und dafür sind natürlich soziale Medien total wichtig. Ne? Aber eben andere Medien genauso. Also ich meine, soziale Medien ist das eine. Ihr habt es ja schon erwähnt, Abendschau, die ganz normale Pressearbeit ist das andere, ne? Die war auch sehr wichtig innerhalb von TV Stutt. Und ansonsten nutzt man, glaube ich, einfach, das hat halt mit der Technik zu tun, ne? Man nutzt heute einfach andere Kommunikationswege zu Mitgliedern als vor 20 Jahren. Ne? Also wir haben viel mit Telegram gearbeitet. Viel mit Trello sozusagen als Arbeitsplattform, was auch daran lag, dass einfach alle Studenten über ganz Berlin verteilt waren und man sich halt nicht dauernd treffen konnte. Gut, weg von den sozialen Medien. Dann kommen wir doch zum Erzwingungsstreik. Also ihr wart ja nicht die Einzigen, die gestreikt haben, auch die Angestellten der Vivantes Servicegesellschaften, die befanden sich ja ebenfalls im unbefristeten Erzwingungsstreik. Mit Erfolg, kann man ja sagen. Und nach 8 Wochen oder konkret gesagt nach 51 Tagen wurden die Tarifverhandlungen mit dem Mutterkonzern wieder aufgenommen. Also jetzt für diejenigen, die es nicht wissen, was ist ein Erzwingungsstreik? Und wie knapp war es eigentlich bei euch? Wärt ihr auch in den Erzwingungsstreik gegangen oder eher nicht so? Genau, also sag mal so, das ist eigentlich so ein, erstmal Streik ist Streik. Ne? Wir sagen halt häufig, wir trennen häufig in Warn- und Erzwingungsstreiks. Ganz einfach, während noch verhandelt wird, nennen wir das einfach Warnstreiks. Wenn dann nicht mehr verhandelt werden kann oder wenn die Verhandlungen eben nichts bringen, dann haben die Gewerkschaften interne sozusagen Regularien, wie eigentlich entschieden wird, ob man sozusagen in einen unbefristeten Streik geht, in einen Erzwingungsstreik geht. Bei uns ist es so, dass diesem Erzwingungsstreik 75% aller sozusagen Mitglieder zustimmen müssen. Und dann sozusagen wird erzwingungsgestreikt. Ich sag mal so, die Grenzen waren ein bisschen verschwommen bei TV Stutt. Ne? Also ein 4-wöchiger Arbeitskampf als Warnstreik. Klar, es liefen halt die Verhandlungen, deswegen war es ein Warnstreik. Aber es hatte schon teilweise einen Charakter auch von einem Erzwingungsstreik. Ne? Klar. Würde ich jetzt sagen. Ja, würde ich irgendwie ganz ähnlich sehen. Ja, also keine klare Grenzziehung. Genau. Nee. Es ist dann halt irgendwie so, passiert. Also ne, wir haben gedacht, wir kommen voran. Das war halt einfach irgendwie die Dynamik unseres Streiks. Ja. No. Passendes Stichwort. Jetzt kommen wir zu den etwas unangenehmeren Sachen, nämlich dem Gegenwind. Euer Anliegen erntete nicht nur Anerkennung und Solidarität, sondern auch halt einige kritische Stimmen, wie wir jetzt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen mitbekommen haben. Also ihr wolltet ja einen geforderten Lohn von 14 Euro. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie kommt man auf so eine Zahl? Habt ihr da irgendwelche Kalkulationstabellen oder was? Wie kann man sich da vorstellen? Also unsere Forderung haben wir, ich glaube Anfang 2017, wenn ich das jetzt irgendwie zeitlich ordentlich hinbekomme, haben wir in so einem Forderungsworkshop, ging ein ganzes Wochenende, haben wir die aufgestellt. Und da haben wir tatsächlich rumgerechnet, also ne, was kann man fordern, was ist irgendwie plausibel. Und da haben wir tatsächlich einfach nur den Inflationsausgleich genommen. Das ist ja auch immer das, was in den Medien irgendwie kommuniziert wurde oder was auch dann irgendwie so von den Leuten auch sehr stark aufgegriffen wurde, dass sie einfach so viel wollen, wie es irgendwie 2001 wert war. Und genau, und da kommen halt auch die anderen 14 Forderungen her. Also auch das war, naja, jetzt sicherlich nicht basisdemokratisch, aber es war schon relativ irgendwie offen. Wir haben so überlegt, was wollen wir denn alles in einem neuen Tarifvertrag? Und da kam ja auch das mit der längeren Lohnfortzahlung zum Beispiel im Krankheitsfall oder auch Tutorien, Höchstgrenzen und all die ganzen anderen Geschichten, die uns irgendwie wichtig waren. Ich würde mal ergänzen, sozusagen Forderungen sind immer in einem Kontext zu sehen. Ne? Sozusagen bei TV Stutt war es halt so, dass einfach 17 Jahre lang keine Lohnerhöhung gab. Und wir einfach hochgerechnet haben, was wäre denn gewesen, wenn die preislichen Steigerungen sozusagen angerechnet werden
worden wären auf diesen Lohn. Das betrifft tatsächlich nicht nur studentische Hilfskräfte, gerade in Berlin mit den Verhältnissen hier in den letzten 20 Jahren. Massive Reallohnverluste in vielen Bereichen sozusagen ist es eigentlich Standard, sage ich mal. Sollte unserer Ansicht nach keiner sein. Ich finde, da ist auch sozusagen schon vor Jahrzehnten eine Sozialpartnerschaft sozusagen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgekündigt worden von der Arbeitgeberseite, die immer gesagt hat, eigentlich müssten wir die Inflation sozusagen, zumindest das muss rauskommen beim Tarifabschluss. Und das ist einfach nicht der Fakt. Das ist weder bei der VSG, also bei der Vivante Service-Tochter, wie bei vielen anderen Bereichen nicht der Fall. Und das liegt an massiven Deregulierungen und natürlich auch dem Fakt, das Land Berlin ist einfach irgendwann aus dem Flächentarifvertrag rausgegangen, ja? Rausgeschmissen und die Uni ist sozusagen auch rausgeschmissen worden. Und das ist eine Situation, in der natürlich wir viele Vergleichsmöglichkeiten. Eines realen Verlust. Wichtig bei den SHKs finde ich noch, also bei den studentischen Hilfskräften, dass natürlich immer geguckt werden muss, wie viel verdienen eigentlich diejenigen, die im gleichen Bereich arbeiten, aber eben nicht studentische Hilfskraft sind, sondern normale Uni-Beschäftigte. Mhm. Und das war schon auch eine Referenzgröße, die wir zumindest in der Kommunikation, aber auch immer wieder, da haben die Leute sich schon drüber Gedanken gemacht. Ne? Wenn du in der Bibliothek arbeitest, dann irgendwie 10,98 kriegst, merkst halt, die neben mir, die kriegt E5 TVL oder E6 TVL, das ist schon eine niedrige Lohngruppe und die liegen da bei 13, 14 Euro, teilweise 15, je länger man sozusagen da arbeitet, dann denkt man sich schon, hey, ja, ich bin halt hier schon auch so eine Billigkonkurrenz, ne? Die über diesen schlechten Tarifvertrag, sage ich mal, halt möglich ist. Mhm. Die Berliner Unis haben euch ja insgesamt vier Angebote vorgelegt, bis es dann schließlich zur Einigung kam. Das erste Angebot der Unis sah eine Lohnerhöhung von 44 Cent vor und eine sogenannte Dynamisierung des Lohns. Also das heißt, die Löhne sollten eben in dem Maße steigen, wie die Gehälter auch der anderen Hochschulbeschäftigten steigen oder gemessen daran. Bei den Angeboten, die danach kamen und die ihr auch abgelehnt habt, Franziska, da fehlte dann diese Dynamisierungsklausel. Hätte man nicht eigentlich das erste Angebot annehmen sollen? Gute Frage. Ich glaube, wir haben das auch mal ausgerechnet. Ich habe es allerdings jetzt nicht ganz im Kopf. Vielleicht würde ich jetzt mal sagen, also an sich, das, was sie uns da angeboten haben, die Dynamisierung, war eins unserer Hauptforderungen. Und da haben auch tatsächlich intern oder viele gesagt, sie würden irgendwie auf irgendwie einen schnellen Lohnzuwachs irgendwie auch ein bisschen verzichten, wenn dabei eine sichere Dynamisierung dabei rauskommt und irgendwie die zukünftigen Generationen halt auch davon profitieren. Allerdings haben wir jetzt auch fast ein Jahr gebraucht, um die Dynamisierung wieder auf den Tisch zu bekommen. Ich nenne das immer so schön Friss- oder Stirb-Angebot, aber es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Die haben uns das gegeben und wir haben gesagt, ja, Dynamisierung cool, aber was ihr uns hier mit irgendwie 44 Cent sofortigen Lohnzuwachs gebt, das geht eigentlich gar nicht. Und danach haben sie halt die Dynamisierung wieder vom Tisch genommen. Und das fand ich irgendwie komisch, auch verhandlungstechnisch komisch, weil auch jetzt in der letzten Runde haben sie ja dann auch im Gegensatz dazu vieles auf den Tisch gelegt, was vorher überhaupt kein Thema war. Also da ging es zum ersten Mal um Bachelor-Master-Differenzierung, nachdem wir schon ein Jahr verhandelt hatten. Auch das finde ich so zusammenarbeitstechnisch echt problematisch, weil sie uns ja auch immer vorgeworfen haben, wir wüssten ja gar nicht, was wir wollen. Einmal wollen wir das, einmal das andere, obwohl wir ja schon irgendwie unsere 14 Forderungen relativ klar kommuniziert hatten. Und ja, also wir haben die Dynamisierung wiederbekommen, haben natürlich da irgendwie einige Zugeständnisse machen müssen. Bei der Dynamisierung ist es halt so, ne, das geht dann irgendwie steil nach oben oder wenn man das irgendwie so prognostiziert. Ob das jetzt besser gewesen wäre, als das wir jetzt am Ende bekommen haben, wahrscheinlich nicht, weil wir auch noch irgendwie Lohnfortzahlungen und sowas zusätzlich bekommen haben. Aber ja, wir hätten uns ein Jahr Arbeit gespart. Ist aber auch so, also man, ne? Sozusagen, ne, dass sozusagen ab dem Moment, wo Verhandlungen eintreten, bist du in einer Dynamik, ja, die sozusagen nicht vorhersehbar ist, weil da ist immer noch ein Arbeitgeber, der sich verhält.
Ne? Und dieses Verhalten der Arbeitgeber, muss ich ehrlich sagen, also ich habe das ja nicht direkt in den Verhandlungen mitgekriegt, sondern immer wieder über die Angebote, die vorliegen. Ich kenne es ein bisschen aus den Verhandlungen zum Botanischen Garten, wo wir mit der Freien Universität verhandelt haben. Es ist eigentlich ein Unding, was an Verhandlungsverhalten von Seiten der Hochschulen da passiert ist. Ne? Es wurde gemauert, immer wieder, ist irgendwie, also von sozusagen so, wir setzen uns zusammen hin und gucken, wie kann man die Situation verbessern, kann da wirklich nicht die Rede sein. Ganz davon abgesehen, dass natürlich auch im Arbeitgeberlager, sage ich mal, ne, also 10 Hochschulen mit unterschiedlichen Interessen sozusagen da auf eine gemeinsame Position zu bringen, war auch nicht so einfach. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es geht dann eher in so Richtung der kleinste gemeinsame Nenner und das ist halt der Scheißnenner für die studentischen Hilfskräfte. Ne? Und ich finde ehrlich gesagt, da muss sich auch bei den Hochschulen wirklich was ändern. Schließlich sind es staatlich finanzierte, das sind öffentliche Gelder, die die Hochschulen bekommen. Die haben sie auch vorher schon für die Tarifverträge sozusagen bekommen. Die haben sie auch vorher schon 17 Jahre lang einkassiert und dieses Mauerverhalten, das muss aufhören. Also das gehört sich einfach nicht, finde ich, in einem reichen Land wie Deutschland. Und ich finde, da ist sowohl die Hochschulen wie auch die Politik in der Verantwortung, diese Bereiche ordentlich auszufinanzieren, damit hier solche Auseinandersetzungen nicht ein Jahr lang geführt werden müssen. Eine klare Ansage, ja, definitiv. Es nervt. Es nervt. ja, kommen wir doch mal zu den Beschwerden. Mhm. Also du hast ja eben die Hochschulen angesprochen und was man ja nicht beiseite legen kann, ist, dass es auch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Lehrbetriebs halt kam. Also was wir alle wahrscheinlich mitbekommen haben, Tutorien fielen aus, die Bibliotheken mussten früher geschlossen werden oder fielen halt ganz aus. Um mal ein Lehmbeispiel zu nennen, ich hatte meine Exmatrikulation an der FU eingereicht und da fanden halt auch die Streiks gerade in dieser Zeit statt und ich habe halt keinen natürlich erreicht und habe auch die Exmatrikulation nicht halt bekommen. Deswegen die Frage jetzt an euch, Jana und Franzi, gab es auch Beschwerden? Also, dass da wirklich was ausgefallen ist oder man viele Service-Einrichtungen nicht mehr erreicht hat? Ja, natürlich gab es viele Beschwerden. Das Problem ist halt auch immer, und also da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu den Problemlagen von studentischen Beschäftigten, dass halt es an der Uni ganz schwierig ist, den Druck nach oben abzugeben. Also natürlich sind nicht Studierende oder studentisch Beschäftigte daran schuld, wenn du deine Exmatrikulation nicht bekommst, so, sondern da ist halt die Uni schuld, die den Leuten in Verhandlungen massiv hinhält und es dazu führt, dass es keinen Abschluss gibt. Und und das ist ja genauso wie in Bibliotheken. Natürlich könnte man sich auch die Frage stellen, also ne, sind das nicht eigentlich Strukturaufgaben, die die Uni massiv mit studentisch Beschäftigten besetzt, die da eigentlich nicht hingehören. Und das ist natürlich nicht, dass ich jetzt irgendwie meinen Kolleginnen nicht die Jobs gönne, weil das sind auch meistens irgendwie ganz coole Jobs. Ich habe auch lange in der Bibliothek gearbeitet. Aber man muss sich, glaube ich, da auch so ein bisschen andere Fragen stellen. Und wir haben dann irgendwie ne, so ein Beschwerdetool eingerichtet, wo halt die Leute direkt an die Verhandlerinnen ihre Beschwerden richten können. Manche sind auch darauf eingegangen. Aber es ist ganz schwierig, auch bei Tutorien. Wir fühlen uns natürlich auch immer verpflichtet, irgendwie den Leuten den Stoff zu vermitteln. Aber auch da gleiche Frage, ne? Also wenn dir dein Prof oder deine Professorin den Inhalt in der Vorlesung nicht vermitteln kann und du auch deshalb auf irgendwie studentische Beschäftigte angewiesen bist, die dir den Stoff sinnvoll vermitteln, was ja eigentlich irgendwie immer gang und gäbe ist, dann würde ich auch da sagen, dann gibt es einen Fehler irgendwie im System. Und wenn es schon diesen Fehler gibt, dann muss man die Leute wenigstens dafür anständig bezahlen. Ich würde halt vorab sagen, das ist natürlich, Streiks haben immer Auswirkungen. Und wir haben im öffentlichen Dienst, in dem Moment, wo du sozusagen eine Dienstleistung anbietest und die bestreikst, dann leiden da nicht die Leute erstmal drunter, die du treffen möchtest. Ne? Du möchtest ja Druck auf die Hochschulen aufbauen. Und im Endeffekt, sozusagen, wie du es gesagt hast, hast du Auswirkungen eben für die Studierenden gehabt an vielen Stellen. Das ist so. Na, vielleicht muss man sich das auch einfach klar machen. Wir haben wenig andere Möglichkeiten. Das hat ja auch gerade die Verhandlungsrunde 2011 gezeigt. Wir haben wenig andere Möglichkeiten, tatsächlich was durchzusetzen, wenn wir nicht zum Mittel des Arbeitskampfes, ne, des Streiks greifen. Und natürlich müssen wir dann mit den Beschwerden umgehen und so weiter. Ne? Ich habe es schon anders erlebt, also auch noch weitaus höher gefahren bei den Erzieherstreiks. In 2015, wo ja Kitas teilweise 4 Wochen dicht waren und die Eltern nicht wussten, wo sie ihre Kinder hingeben sollen. Das sind ähnliche Konflikte, sage ich mal. Den Ausmaß hat es nicht angenommen bei TV Stutt, aber natürlich hat es Auswirkungen gegeben. Das zeigt ja auch, dass die Unis keine geschlossenen Enklaven sind. Also genau. Unis können halt nur mit Studenten funktionieren. Ja.
Und es sind ja auch nicht, also genau. es sind nicht sozusagen klassische 9-to-5-Jobs, die studentischen Hilfskräften machen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich auch an einem Lehrstuhl angestellt war und sozusagen mir Arbeitszeiten flexibel einteilen konnte, mit der Chefin per Du war. Und das sind ja so wenn man so will, vielleicht neoliberale Arbeitsverhältnisse, die es auch schwerer machen, dann am Ende zu sagen, trete jetzt in den Streik, ja? Also inwieweit würdet ihr sagen, macht es der Neoliberalismus, was würde ich jetzt so sagen, auch schwerer, sein Recht auf Streikgebrauch, auf sein Recht auf Streikgebrauch zu machen? Also man muss ein bisschen gucken, was ist sozusagen, was ist die Auswirkung von Neoliberalismus, ne? Und was ist sozusagen, was liegt so ein bisschen im Charakter der Arbeit, ne? Also das, was du erwähnt hast, würde ich sagen, wenn du in einem Fachbereich arbeitest, ne, sehr nah an der Profin oder dem Prof sozusagen arbeitest oder den wissenschaftlichen Mitarbeiterin, dann ist das ja ein Arbeitsgefüge, wo natürlich das auffällt, wenn du weg bist. Ne? Und wo vielleicht auch der Fachbereich sehr viel dafür getan hat, gegenüber der Unileitung, sage ich mal, die ja weit weg ist erstmal, ne? Dass du überhaupt arbeiten kannst in dem Bereich. Und klar gibt es dann bei den Leuten, da gibt es im Kopf sozusagen einen Prozess zu sagen, okay, ab wann finde ich das okay, jetzt da auch klar zu sagen, hey Leute, ihr müsst es verstehen, ich will für mich was erkämpfen und für die nachfolgende Generation, deswegen bin ich jetzt weg. Das ist natürlich eine ganz andere direkte Auseinandersetzung, als wenn mein Chef ganz weit weg ist oder ich eben den kollektiven Schutz habe, wenn zum Beispiel eine Bibliothek sagt, wir machen einfach komplett dicht. Oder die IT sagt, was ja an der FU zum Beispiel passiert ist, bei der CDAT oder so, wir machen einfach dicht. Da ist auch einfacher vielleicht mal die Grenze zu überwinden, ne? Bei den Neoliberalen finde ich, also sozusagen, natürlich gibt es Neoliberalismus und natürlich sind die Hochschulen, würde ich sagen, so ein bisschen die Vorreiter auch in der Durchsetzung von, sage ich mal, schlechten Arbeitsverhältnissen. Das sind ja nicht nur studentische Hilfskräfte, sondern auch eben Lehrbeauftragte, Honorarkräfte und so weiter. Also das ist ja so weit fortgeschritten. Da gibt es halt eine hohe persönliche Abhängigkeit. Ja. Ne? Und das ist natürlich immer Thema für uns als sozusagen Organisierer von Tarifbewegungen. Wie können wir eigentlich damit umgehen? Ne? Also hohe persönliche Abhängigkeiten, angewiesen sein auf Geld, auch vielleicht ganz viel Angst, die beseitigt werden muss, dafür gekündigt zu werden, nicht mehr weiterzukommen. Die ist ja manchmal sozusagen nicht berechtigt, aber eigentlich sehr häufig berechtigt, muss man sagen, haben wir es auch gesehen. Es sind durchaus Leute mit der sozusagen unter der Hand Ansage nicht verlängert worden als studentische Hilfskräfte, weil sie eben sehr aktiv im Streik waren. Ne, das läuft natürlich nicht offiziell, weil das dürfen sie ja offiziell nicht. Das ist ein Maßregelungsverbot, das darf nicht passieren. Aber wenn so ein Arbeitsvertrag ausläuft, der halt, und das ist aber so, dass Neoliberale ist sozusagen, dass es überhaupt eine Befristung sozusagen da gibt. Und wenn die ausläuft, naja, dann... Und da gibt es keine Möglichkeit, wie man dem irgendwie entgegensteuern kann? Politischen Druck, und der hilft halt manchmal und manchmal nicht, ne? Sozusagen. Also wir haben es in manchen Fällen geschafft, dass sie verlängert worden sind, in anderen Fällen nicht. Ja, jetzt haben wir ja viel über die Streikenden gehört. Es gibt ja jetzt aber auch die andere Seite, die Streikbrecher. Die Leute, die halt sagen, hey, ich will für meine Rechte nicht auf die Barrikaden gehen. Und wir haben hier ein super schönes Zitat herausgearbeitet von dem US-amerikanischen Erfolgsautor Jack London. Der hat dieses Zitat um die Jahrhundertwende verfasst. Und seine Definition des Streikbrechens lautet folgendermaßen: Nachdem Gott die Klapperschlange, die Kröte und den Vampir geschaffen hatte, blieb ihm noch etwas abscheuliche Substanz übrig. Und daraus machte er einen Streikbrecher. Ein Streikbrecher ist ein aufrecht gehender Zweibeiner mit einer Korkenzieherseele, einem Sumpfhirn und einer Rückgratkombination aus Kleister und Gallert. Ein Streikbrecher ist ein Verräter an seinem Gott, seinem Land, seiner Familie und seiner Klasse. Harte Worte. Das sind definitiv harte Worte. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist jetzt jedem selbst vorbehalten. Aber jetzt konkret die Frage an euch beide. Wie gehe ich denn mit Streikbrechern um? Soll ich sie lynchen oder... Naja, ich glaube, man muss erstmal mit denen irgendwie das Gespräch suchen. Das hat ja Jana vorhin schon gesagt. Also ne, nichts geht über 1:1 Gespräche und nichts geht auch darum, darüber irgendwie die Leute tatsächlich am Arbeitsplatz abzuholen. Es sind ja immer unterschiedliche Gründe so, ne? Manchmal ist es irgendwie Desinformation. Also ne, manche gehen davon aus, dass das Streikgeld, und da gab es ja irgendwie schon irgendwie, also ne, wirklich sehr kulante Regelungen, was das Streikgeld in unserem Fall anging,
Die gehen halt davon aus, es reicht nicht. Oder sie haben halt Angst vor Maßregelungen tatsächlich. Oder sie sind irgendwie auch nicht mehr dabei, was ja auch durchaus irgendwie eine Option ist. Und ich glaube, man muss halt mit den Sprechen tatsächlich schauen, wie man sie abgeholt bekommt. Also man muss es im Zweifel auch akzeptieren, obwohl es natürlich schwierig ist. Aber ich glaube, alle haben halt ihre Gründe dafür. Und vielleicht kannst du halt im Zuge dessen, dass du irgendwie einen Streikbrecher, eine Streikbrecherin hast, irgendwie noch 5 Leute für den Streik gewinnen. Also so, ja, muss man halt sehen. Ich würde das Zitat, glaube ich, nicht so krass teilen. Es sind andere Zeiten und teilweise eben auch nicht. Es gibt durchaus Bereiche, in denen sozusagen es eben drauf ankommt, dass alle rausgehen. Ne? So. Oder was wir ganz häufig haben in der Industrie, was die FU jetzt oder was jetzt sozusagen die Universitäten jetzt auch nicht so stark eingesetzt haben, ist halt Leiharbeit zum Beispiel. Ne? Also da sozusagen, wenn ich als Betrieb rausgehe, ich habe so einen Prozess hinter mir, will streiken und dann sozusagen setzt der Arbeitgeber Leiharbeiter ein und die gehen dann auch noch alle arbeiten, obwohl sie es eigentlich nicht müssten, gesetzlich sozusagen, ist es natürlich erstmal. Schafft das Groll. Ich finde sozusagen, es spricht viel berechtigter Groll aus dem Zitat. Ne? Grundsätzlich würde ich aber Franzi zustimmen an dem Punkt, dass man erstmal gucken muss, was ist denn der Grund dafür, dass Leute nicht streiken gehen. Und dann gibt es verschiedene. Und dann würde ich die auch unterschiedlich bewerten. Also wenn ich nicht informiert bin genug, dann muss ich halt die Information sozusagen verbessern. Muss ich gucken, sind es vorgeschobene Gründe? Ne? Also will ich eigentlich nicht. Es gibt durchaus auch politisch argumentierende Leute, die sagen, ich halte nichts von Gewerkschaften. Ich habe hier früher immer, hatte ich eine Kommunikation in Adlershof am Tisch, sozusagen, ich habe hier immer Mindestlohn gekriegt und ihr kriegt hier 10,98. Was beschwert ihr euch eigentlich? Natürlich gehe ich nicht streiken. Ne, sozusagen, es gibt, und das tatsächlich in der Breite zu verstehen, zu analysieren und zu gucken, wie kriegst du eigentlich die, wo die Gründe so sind, dass man sie eigentlich überzeugen könnte, das ist die entscheidende Frage. Ne? Und ich glaube, das hilft mehr dann zu sprechen, auch klar sein da drin, als sozusagen die sozusagen von Anfang an alle moralisch zu verdammen. Und es gibt sicher welche, wo ich sagen würde, die würde ich auch moralisch verdammen. Und man muss halt so, aber es ist eben, ich würde fast sagen, es ist nicht die Mehrheit. Ne? Wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute wir organisiert haben, bei so einer heftigen Auseinandersetzung haben sich in beiden Gewerkschaften auch weitaus weniger als die Hälfte organisiert, trotz der vielen Kommunikation. Und das ist natürlich schon was uns auch zu denken gibt. Ne? Also woher kommt es eigentlich, dass sozusagen Menschen sich nicht für die Verbesserung ihrer eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen einsetzen oder glauben, sie schaffen es immer individuell besser als sozusagen in so einer Auseinandersetzung? Hm. Ja, und man muss halt auch sehen, dass, ne, dass das für alle oder für relativ viele auch das erste Mal irgendwie so ein Arbeitskampf war. Klar, also, wo sie aus dem Herkommen, ne? Ja, genau. Wir sind ja nicht irgendwie in der Industrie irgendwo, wo das irgendwie so, auch da ist nicht immer gang und gäbe, aber also so, ne, das sind alles Leute, die vielleicht so ihren ersten, zweiten, dritten Job hat und wo es auch nicht immer so cool war vorher und dann also erstmal so eine Bewegung hinzubekommen ist. Also das ist total schwierig heutzutage. Ja. Ne? Also wir sozusagen in der Schule wird es nicht vermittelt. Also wir versuchen immer wieder in Berufsschulen oder auch in Schulen reinzukommen, sozusagen überhaupt mal erklärt wird, was ist denn eine Gewerkschaft? Was ist denn eine Tarifauseinandersetzung? Was ist überhaupt ein Tarifvertrag? Ich meine, wir fangen wirklich im Urschleim sozusagen an in sehr vielen Auseinandersetzungen. Da, wo es Erfahrung gibt mit Streik, ne? Weswegen ich auch die Streikkonferenzen total wichtig finde, diese Erfahrung eben zu teilen. Da, wo es Erfahrung gibt mit Streiks, da überspringt man ganz viele solche Punkte und kann sozusagen auch weitergehen in der Diskussion. Aber wir leben halt 30 jetzt, also ich würde sagen, seit Anfang der 90er wird dereguliert und wird der Individualismus hochgehoben und man schafft das alles alleine und man muss ja nur, wenn man will, dann kriegt man alles. Ne? Jeder ist seines Glückes Schmied, bla bla bla. Wir kennen die ganzen Sachen. Das ist gebrochen, das wird auch immer wieder widerlegt sozusagen, aber damit wachsen die Leute auf. Und die nicht in der Familie, wir haben sehr häufig sozusagen Aktive, die in der Familie irgendwie mit Gewerkschaften zu tun gehabt haben, wo die Eltern im Betriebsrat waren oder halt eigene Auseinandersetzungen hatten. Aber auch da muss man ja, wenn man sich das anguckt, in Deutschland wird sehr wenig gestreikt. Wer hat denn schon auch von den Eltern Erfahrungen mit Streiks? Die Metall hat jetzt letztes Jahr das erste Mal so eine große Streik um die Arbeitszeit gehabt. Die hatten jahrzehntelang nichts weiter als Warnstreiks. Ne? Im Dienstleistungsbereich wird weitaus mehr gestreikt, weil es halt so schwierige Arbeitsverhältnisse sind und so schwierig was zu kriegen quasi. Ne? Aber auch da im europäischen Vergleich wenig.
Also lieber, wie soll ich sagen, statt Medienkompetenz in den Schulen ein Fach mit dem Titel Streikkompetenz, ja, das wäre genau, Erfahrungsaustausch, ne? Und überhaupt mal gucken, so wie sieht denn eigentlich die Arbeitswelt aus danach, ne? Also was heißt es denn, wenn ich heute in Deutschland 20% Niedriglohnsektor habe? Was heißt es denn für mein Leben? Alle wollen da raus, versuchen sie irgendwie hochzuarbeiten. Man kann das auch so machen, dass man mal sagt, wir wollen diesen Sumpf einfach mal austrocknen, ja? Das ist halt ein anderer Ansatz. Da kann man ja nur auf den Tisch klopfen oder auf Holz klopfen, dass der Lehrauftrag eine größere Präsenz bekommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten im Grunde genommen. Also insgesamt gab es 9 Verhandlungsrunden und Franziska, du warst Teil der Verhandlungskommission. Deswegen die Frage an dich, wie läuft so eine Verhandlung konkret ab? Ja, also so Ich glaube, auch bei allen Runden gab es nicht immer so einen einheitlichen Ablauf. Das ist echt ganz unterschiedlich. Also ne, man trifft sich irgendwo, meistens beim Kommunalen Arbeitgeberverband, bespricht sich vor, überlegt sich eine Strategie und dann kommt man in einen Raum, wo irgendwie, also in unserem Fall halt so 13 Leute oder so saßen. Also ne, alle Unis, irgendwie ein paar Fachhochschulen, denen sitzt du so gegenüber, also so wie wir uns jetzt irgendwie so gegenüber sitzen. Und dann gibt es halt entweder so ein bisschen, also da wird halt so ein bisschen Theater gespielt, dann hat jemand irgendwie ein Papier in der Tasche, das wird dann präsentiert. So und schickt dann, man auch nicht vorher, weißt du. Ja, weil, genau, warum auch. Warum dann, auch? Also so, ne, dann könnte man sich ja mal vorab beraten. Und dann zieht man sich wieder zurück, beratet das, dann geht man wieder in den Raum zurück, sagt, ja, das passt uns nicht, dann sagen die anderen, okay, dann müssen wir das jetzt beraten. So ungefähr, also so, ne, dann ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen schräg, also, oder es ist auch, aber halt das auch hängt, nicht einheitlich. Es hängt so, aber ne? auch wieder vom Kontext ab. Ne? Wir haben Verhandlungen, da trifft sich dreimal, da steht der Tarifvertrag. Ne? Wenn der Arbeitgeber will und da tatsächlich auch den Mitarbeitern Wertschätzung und Respekt sozusagen entgegenbringen will und das auch sich ausdrückt in Arbeits- und Lebensbedingungen oder Löhnen, dann geht das auch schnell. Ne? Ja. Aber das hat mit so vielen Faktoren zu tun, wie so eine Verhandlung abläuft. Ne? Also will man gerade Zeit schinden, ne? Dann sozusagen macht man halt ein bestimmtes Verhandlungssetting. Ne? Oder geht es darum, sozusagen eigentlich, was natürlich für uns auch immer wichtig war, politisch nochmal andere Entscheidungen hinzukriegen, dass Druck auf die Hochschulen gemacht werden kann, wenn sie sich da nicht bewegen oder sowas. Ne? Also ich glaube, sozusagen das, was ihr gesagt habt, ist so ein bisschen absurd. Ne? Es kann halt so Farce werden, ist es nicht immer. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo stehen wir, was wollen die Verhandlungspartner. Und wie kommen wir eigentlich weiter? Wir haben ein großes Interesse mal dran gehabt, sozusagen das auch zu einem guten Abschluss zu bringen. Und dieses, also wenn man sich mal die Angebote im Vergleich anguckt, dann war es ein Hingehalter. Ja. Also das ist wirklich unfassbar gewesen. Ja. Ihr seid dann letztlich zu einer Einigung gekommen. Die Eckpunkte sind wie folgt. Also der Stundenlohn soll erhöht werden in 4 Stufen, dann auf 12, also von jetzt oder heute 10,98 € auf 12,96 € im Jahr 2022. Das ist aber nicht alles. Ab Juli 2023 sollen dann die Löhne eben auch im selben Maße steigen wie die der anderen Hochschulbeschäftigten, die nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt werden. Und das soll hier auch nicht unter den Tisch fallen. Es gibt länger Krankengeld, 10 statt ursprünglich 6 Wochen und mehr Urlaub, 30 statt 25 Arbeitstage jährlich. Seid ihr persönlich zufrieden mit dem, was ihr ausgehandelt habt? Ja, also ich glaube, so ganz zufrieden sind wir natürlich alle nicht. Also, aber man kann halt auch nicht davon ausgehen, dass man in Verhandlungen, wo man ja hoffentlich immer irgendwie zu einem Kompromiss kommt, alle Maximalforderungen durchbekommt. Also ich glaube, das war uns schon relativ klar, dass also ne, wir natürlich verhandeln und wir nicht alles bekommen werden und halt werden dann nur über Arbeitskampf. Es wäre sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle was Besseres drin gewesen, aber wie ich das gerade schon beschrieben habe, ne, man hat auch ganz krass Machtverhältnisse an diesem Verhandlungstisch gemerkt. Das sieht man auch an der Altersstruktur. Wir sitzen da irgendwie alle so
Anfang, Mitte, Ende 20, Anfang 30 so Hochschulvertreterinnen gegenüber, die natürlich alle einiges älter sind, irgendwie in viel, viel besseren Positionen arbeiten. Also da waren schon krasse Asymmetrien irgendwie in der Verhandlungsrunde deutlich geworden. Und ja, also so, wir haben auf jeden Fall einen Abschluss hinbekommen. Das ist, glaube ich, schon mal echt ein tolles Ergebnis. Sicherlich ist es nicht, was wir unbedingt wollten. Aber das ist jetzt ein Ausgangspunkt, von dem hoffentlich natürlich auch irgendwie andere Kampagnen gestartet werden können. Und das ist auch ein Ausgangspunkt, hoffentlich die Unis weiterhin zu organisieren, in Hochschulgruppen vielleicht das Thema einfach stärker präsent zu halten und so vielleicht auch in 5 Jahren dann vielleicht nochmal einen massiven Schritt nach vorne zu machen. Also, ja, was sind denn, ja doch, sind 5 Jahre. Also ein guter Ausgangspunkt, würde ich sagen. Ja. Also ich würde sagen, man muss es natürlich im Kontext analysieren, das Ergebnis, ne? Ehrlich gesagt finde ich es relativ unbefriedigend, jetzt so mal für einen gesunden Menschenverstand nicht rausgeholt zu haben als Reallohnverlust, was quasi man verloren hat. Wir hatten ja am Anfang diese wunderbaren Flyer, wo die Pizza erst sozusagen so groß war und dann haben wir versucht, die kleinere Pizza darzustellen, was es eigentlich heißt, sozusagen jetzt halt diesen Lohn zu bekommen, kann man sich halt nur eine kleinere Pizza von kaufen. Ne? Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache und ist eigentlich auch nicht Sinn und Zweck von Tarifverhandlungen und, sag ich mal, so einem alten Verständnis von Sozialpartnerschaft, wo ich sagen würde, die ist nicht von Gewerkschaften aufgekündigt worden, sondern von Arbeitgeberseite in Deutschland und zwar massiv. Ja. Also insofern kann man sagen, der Einstiegslohn ist sicherlich womit wir nicht so zufrieden sind. Womit wir auch nicht so zufrieden sind, ist, dass es quasi keine bedingungslose TVL-Ankopplung gibt. Gerechterweise muss man sagen, die gab es weder beim Abschluss Botanischer Garten noch bei dem Abschluss zu den TVL Berliner Hochschulen. Also das ist immer so ein Punkt. Man muss das sozusagen aus Arbeitgebersicht argumentieren, die einfach immer, sie müssen ja total geschützt sein, wenn die Politik mal irgendwann die Gelder entzieht. Ne? Wo ich sage, liebe Leute, es gibt halt zwei mögliche Verhaltensweisen an Hochschulen. Entweder man stellt sich vor seine Beschäftigten und setzt dann auch die Politik mit uns gemeinsam unter Druck, dass das ordentlich ausfinanziert wird. Oder man spielt dieses Spiel, wir sind nicht verantwortlich, die Politik ist verantwortlich, die Politik sagt, wir sind nicht verantwortlich, die Hochschulen sind verantwortlich. Mhm. Dieses Spiel wollen wir nicht mehr mitspielen. Und ich glaube, das hat zumindest auch die Auseinandersetzung gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, uns da auch quasi Wege zu überlegen, damit umzugehen. Ne? Also ich finde, müssen wir in der Zukunft ausbauen. Wir müssen weitermachen. Wir müssen, eine wichtige Auseinandersetzung für uns ist auf jeden Fall der Einsatz von studentischen Hilfskräften in Daueraufgaben. Ich finde, sozusagen, da wird TVL gezahlt. Der ist ja nun auch nicht der beste Tarifvertrag der Welt, aber er ist weitaus besser als der TV Stutt. Und da muss ich was ändern. Da werden wir dranbleiben müssen. Sag mal, vor dem Streik ist nach dem Streik, sage ich da halt. Vielleicht nicht die studentischen Hilfskräfte, vielleicht andere Leute. Dann mach ich's mal anders, vor dem Streik ist, oder nach dem Streik ist, vor der Auseinandersetzung. Klar. Ich glaube, auf lange Sicht, die TVL-Ankopplung ist wirklich, ich glaube nicht, dass sie gefährdet ist. Sage ich jetzt mal als jemand, der viel Tarifverträge gelesen hat. Und die TVL-Ankopplung ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, damit eben zukünftig das nicht passieren kann, was mit den studentischen Hilfskräften in den letzten 17 Jahren passiert ist. Nämlich, dass es gar keine Erhöhung gibt. Das hört man doch gerne. Eine Frage noch, also zu diesem Komplex, bei der Abstimmung oder bei, wurde ja unter den Gewerkschaftsmitgliedern abgestimmt, da stimmten 68,2% der GEW-Mitglieder und 64,2% der Verdi-Mitglieder, also für eine Annahme des Eckpunktepapiers. Mhm. Es gab also nur eine Zweidrittelmehrheit. Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Formulierung ist. Wie würdet ihr dieses Ergebnis interpretieren? Ja, war das ein klares Votum sozusagen, ja, wir wollen die Einigung jetzt, oder war es auch einfach nur sozusagen Müdigkeit, ja, wir wollen nicht mehr weiter streiken? Es war ein klares Votum dafür, den Sack zuzumachen. Das auf jeden Fall. Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Ne? Und ich finde, man muss sowas wie Forderungen, was wir erreicht haben, immer im Zusammenhang mit Durchsetzungsfähigkeit diskutieren. Und ich glaube, dass es eben schon eine Rolle spielt. Wir fragen ja nicht umsonst, findest du das Ergebnis gut oder schlecht, sondern wir fragen immer mit in den Abstimmungen,
bist du auch bereit, dich dafür weiter einzusetzen, es zu verbessern? Weil wenn wir das nicht mit fragen würden, sozusagen hätten wir die Situation, dass Leute sagen, ja, Ergebnis finde ich scheiße und dann, wenn wir das nächste Mal das nächste große Treffen machen, kommen dann halt 20 Leute, weil weiter streiken will man halt auch nicht mehr. Das muss immer zusammen gedacht werden. Mhm. Insofern ist es eine Mischung aus beiden. Also ich schätze, es gibt sozusagen aus den Gesprächen, die ich geführt habe, gibt es durchaus Leute, die sagen, ja, ist es das Beste, was wir jetzt rausholen konnten, ist okay. Ich habe mit anderen Leuten geredet, die gesagt haben, okay, ich bin gerade mit Einstiegslohn und der sozusagen Bedingung der HVL-Ankopplung nicht zufrieden, sehe aber jetzt auch keine Möglichkeit mehr. Ich denke, die Gründe für diese, warum man sozusagen dafür mit den 68% gestimmt hat, unterschiedlich sind. Und ich denke, auf der anderen Seite ist es total berechtigt, dass auch 32% gesagt haben, so nee, wir sind bereit dafür weiter einzustehen und weiter zu steigen und das zu verbessern. Ist aber schon ein klares Votum an die Tarifkommission gewesen, zu sagen, okay, mit 32%. Man muss ja dazu rechnen, ne, wir haben 25% organisiert. Also von 8.000 haben wir 2.500 oder 2.000 Beschäftigte organisiert. Und von denen haben ein bisschen mehr als 1.000 gestreikt. Und von denen haben 32% abgelehnt. Ne, also sozusagen, das ist das sozusagen als jetzt mal jemand, der sozusagen auch ein bisschen strukturell da drauf guckt, ist es halt schwierig, mit den 32% eine Bewegung weiter aufrechtzuerhalten. Insofern würde ich sagen, es ist ein klares Votum. Dann noch eine abschließende Frage zur Einigung an Franziska und Jana. Mal suggestiv gefragt, also ihr habt euch ja gerade im Juli geeinigt, wo pünktlich die Klausurenphase beginnt. War das jetzt purer Zufall? Also nein, natürlich nicht, aber wir haben... wir haben ja auch schon im letzten Semester über die Klausurenphase mal eine Woche gestreikt und haben schon da auch mitbekommen, dass natürlich dann auch manche zu den, wie wir vorhin schon diskutiert haben, Streikbrecherinnen geworden sind. Ja. Und ich glaube, das muss man halt auch tatsächlich reflektieren und irgendwie diskutieren, weil es gibt viele, die zu allem bereit sind, aber nicht die Klausurenphase zu bestreiken. Andererseits hast du halt auch vielleicht Bereiche, in denen es dann auch noch mal später im Semester noch mal kritisch wird. Ne? Du hast vorhin über Exmatrikulation gesprochen. Immatrikulation ist halt auch so ein Thema, wo viele SHKs drin sind. Und wir haben das schon ja durchaus kritisch diskutiert. Und es gab noch mal eine Runde, da gab es irgendwie ein Ergebnis. Und ich glaube, das haben natürlich auch die Unis gewusst, dass sie das vielleicht jetzt nicht noch viel, viel weiter rauszögern können, potenziell ein Papier vorzulegen, wo man sich irgendwie einigen könnte. Also ja, es war auf jeden Fall ein schwieriges Thema und gerade dieser Semesterrhythmus hat uns ja auch oft irgendwie ist auch ganz anders als in anderen Bereichen, betroffen, ne? Einfach. So, klar. Ja, und dann hast du halt den Sommer vor dir, wo viele auch mal irgendwie einen Monat weg sind. Also da kannst du natürlich auch weiter streiken, aber es ist halt die Frage, sind dann die Leute überhaupt noch da? Also ich glaube, zumindest alle, die Prüfungen geschrieben haben, werden es euch danken oder gedankt haben, dass ihr euch dann noch vor den Sommerferien quasi geeinigt habt. Das glaube ich auch. Jetzt haben wir sehr viel über Vergangenes und die Gegenwart gesprochen, aber natürlich wollen wir auch über die Zukunft reden. Franzi, eine Frage an dich. Du studierst ja nicht mehr allzu lange, also es ist ja nur noch ein Jahr, aber du warst trotzdem bei den Streiks dabei, wo du ja nicht mehr dann fortlaufend davon betroffen bist. Also wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist, warum sollte er trotzdem noch streiken? Ja, also wir haben ja auch schon über zukünftige Generationen gesprochen. Also ne, das ist ja das, was wir mit dem TVL, auch wenn es erst 23 ist, ja erreicht haben. Also die wenigsten haben in der Kampagne, also es gibt auch viele, die haben diesen Tarifabschluss gar nicht miterlebt, die ja auch ganz massiv Arbeit in der Kampagne geleistet haben. Und natürlich hätten die auch gerne profitiert, aber also wir haben es halt irgendwie alle auch für andere gemacht, glaube ich. Und ja, und es ist natürlich auch irgendwie ein spannender Einblick, einfach für das zukünftige Arbeitsleben mal so eine Kampagne mitgemacht zu haben und halt auch mal gestreikt zu haben, so, weil also ne, wer streikt denn schon in Deutschland? Ja, man muss halt sagen, ne, die, Anna, ich sag mal so, dass die TU 12,50 Euro ab 1. Januar 2018 gezahlt hat,
hat sie sicherlich nicht freiwillig gemacht und hätte sie sicherlich nicht gemacht, wenn wir nicht sozusagen da eine Tarifbewegung am Laufen gehabt hätten. Insofern haben natürlich die Leute unterschiedlich von dem Abschluss jetzt profitiert im Nachhinein, die sich beteiligt haben, die aktiv waren. Ne? Ein paar haben davon auch schon seit 1. Januar profitiert, nämlich die TU sozialen, also Studentischen Hilfskräfte, nicht sozialen, sozialen manchmal auch, ne? Aber genau, die Studentischen Hilfskräfte und natürlich alle anderen ab dem 1.7. Also wer jetzt quasi mit dem Semester aufhört zu arbeiten, ist natürlich, hat natürlich sehr wenig davon profitiert. Ne? Aber zu dem Argument, ich habe da ja nichts davon. Ich glaube, wir müssen viel stärker machen, dass wenn alle so denken würden, würde es in Deutschland keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geben. Es würde keine, viele der Errungenschaften, die sozusagen erkämpft worden sind, würde es einfach nicht geben, weil Menschen sich dann halt nicht auf den Weg gemacht hätten, weil sie jetzt ganz persönlich, individuell mal vielleicht nicht das meiste davon haben. Ja? Und ich würde mich echt freuen, wenn wir wieder mehr zu einem politischen und auch zum kollektiven Blick kommen, nämlich zu sagen, wenn wir Verhältnisse schaffen wollen, von denen alle profitieren können, dann ist es halt vielleicht manchmal auch meine Rolle, da ein Vorreiter zu sein. Und das kann man auf jeden Fall behaupten von den studentischen Hilfskräften, die auch gekämpft haben. Sie sind ja nicht nur in ihrem eigenen Universitätsgefüge Vorreiter, denn wer streikt schon von Hochschulbeschäftigten, obwohl sie 1000 Gründe dafür hätten, ja? Sondern sie sind, finde ich, auch Vorreiter halt in diesen Bereichen, die ausgelagert sind im öffentlichen Dienst. Die studentischen Hilfskräfte sind ja nicht ausgelagert, aber sie sind natürlich auch eine Niedriglohnkonkurrenz im eigenen Bereich, da einfach zu sagen, weiter so, kann ich nur sagen, weil wir werden anders den ganzen Niedriglohnsumpf und diese ganze Billigkonkurrenz nicht austrocknen. Und dafür muss man manchmal auch sich einsetzen, so ist es. Wenn ihr persönlich Bilanz ziehen würdet, ja, welche Lehren sozusagen würdet ihr, Jana Seppelt von Verdi und Franziska von TV Stutt, aus diesen, aus diesem letzten bewegten Jahr, denke ich, irgendwie des Streiks und an den Unis ziehen? Ich kann am Anfang ein bisschen überlegen. Ja, ich überlege mal. Genau, weil wir haben da schon, ich habe tatsächlich schon viel drüber intern auch gesprochen, ne? Was haben wir richtig gemacht, was haben wir nicht so richtig gemacht, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten? Also an guten Lernen, also sagen, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall, wir haben viel gelernt darüber, wie es ist, in so einer Netzwerkstruktur zu streiken. Ich glaube, das müssen wir uns angucken, ausbauen und gucken, auf was wir das noch übertragen können. Ne? Ich glaube, eine große Lehre ist auch, wenn ich mir zum Beispiel Konflikte innerhalb der Tarifkommission angucke oder auch unterschiedliche Auffassungen. Wir müssen besser werden darin, Reflexionsräume zu organisieren sozusagen und Konsens unter unseren ganzen Aktiven herzustellen, sozusagen wie man weitergeht, nach vorne geht und so weiter. Ne? Das ist bei so einer großen Kampagne immer natürlich mit Konflikt begleitet. Ich sag mal so, da hätten wir vielleicht früher auch anders mit Konflikten umgehen sollen. Die uns auch, die sozusagen den Beschäftigten, also den Leuten in der Tarifkommission und in den Streikgruppen natürlich auch zu schaffen gemacht haben. Da, auch da, finde ich, können wir Lehren draus ziehen. Und ansonsten kann ich nur sagen, eine ganz große positive Lehre ist, dass es, glaube ich, sehr großen Sinn macht, in den öffentlich finanzierten Bereichen sehr früh die Politik in Verantwortung zu nehmen und nicht aus der Verantwortung zu lassen. Ne? Weil, das meinte ich vorhin mit diesem Ausspielen, ne? Sozusagen, wir sind dafür nicht verantwortlich, das darf man nicht zulassen. Und das ist eine Lehre, glaube ich, die wir auf so wahnsinnig viele Bereiche bei Dienstleistungen, öffentlichen Dienstleistungen sozusagen übertragen können, wo ich echt sage, Hut ab vor den studentischen Hilfskräften und auch der Konfliktbereitschaft in dem Feld. Also super. Franziska? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass prekäre Bereiche und ich, also so klar, es gibt unterschiedliche Leute und es geht auch allen mal besser, mal schlechter, aber es ist auf jeden Fall ein prekärer Bereich und dass die organisierbar sind, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Botschaft, die man nach draußen geben kann und halt auch, ne, dass Studis politisch sind und also wir haben echt diverse Aktionsformen gemacht und wir haben die Leute organisiert. Ich glaube, dass gibt echt studentischen Beschäftigten auch in anderen Kontexten oder auch an anderen Unis im Bundesdurchschnitt echt Rückenwind. Und ich hoffe, dass wir das nutzen können, irgendwie auch vielleicht mal eine einheitliche Regelung für alle zu finden. Dann danke für diese abschließenden Worte. Ich würde die Runde dann mit einem Zitat von Verdi-Verhandlungsführer Matthias Neiss zum Tarifabschluss dann zum Ende bringen. Dieser Arbeitskampf wird Strahlkraft über Berlin hinaus entwickeln.
Das tut er schon. Ja, Franziska und Jana, vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns diskutiert habt. Wir hoffen natürlich, dass sich die Unis auch dran halten und der neue Tarifvertrag dann wie beschlossen in Kraft tritt. Genau. Und danke und unterschrieben an euch. Wird, ganz und unterschrieben wichtig. Wird, genau. Genau, und unterschrieben wird, nicht zu vergessen. Ja, danke an euch fürs Zuhören und natürlich Zuschauen. Wir verabschieden uns aus dem MIZ-Studio hier in Babelsberg. Und wer die Sendung nochmal nachhören bzw. nachsehen will, kann das natürlich unter couchfm.de tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Couch FM. Studentenfutter.